Ein Jahr Ford Nugget plus ein Jahr Camperleben. Was ist mein Fazit nach einem Jahr? Das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, aber Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Und ab und zu mal gibt es auch ein bisschen was zu meinem Camper, denn vor ziemlich genau einem Jahr habe ich dieses Goldstückchen hier bekommen, meinen Ford Nugget Plus. Ich bin jetzt mit dem Camper seit einem Jahr logischerweise dann unterwegs gewesen, hatte in dem ersten Jahr ungefähr so 13.000 Kilometer dann auf der Uhr. Ich weiß, es ist nicht allzu viel, es waren aber größtenteils einfach Kurztrips. Nichtsdestotrotz war ich über 70 Tage damit unterwegs, habe 8 Länder bereist damit, bin also schon eine ganze Menge rumgekommen und ich denke, jetzt kann ich hier so langsam ein kleines Langzeitfazit ziehen. Und da möchte ich gleich mal mit dem ersten anfangen. Diejenigen, die das ursprüngliche Video dazu gesehen haben, die wissen ja, dass ich ursprünglich eigentlich einen mit Klappdach haben wollte. Sprich, nicht mit dem großen Dach oben drauf, sondern einen mit Klappdach. Rückblickend betrachtet, sehr gut, dass Westfalia hier einen Lieferfehler gemacht hat und mir die Hochdachvariante geschickt hat und nicht die mit dem Klappdach, denn in Summe ist es doch die bessere Variante. Ja, man ist ein bisschen höher. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade auf Island, da bezahle ich für die Fähre, dadurch, dass er so hoch ist, auch wesentlich, wesentlich mehr. Also ich glaube 500 oder 600 Euro hätte ich mir sparen können, wenn er nicht so hoch gewesen wäre. Aber trotzdem, ich hatte am Anfang starken Schnee, heftigen Wind, viel Regen. Das wäre mit einem Aufstelldach einfach nicht gegangen. Da bin ich super froh, dass ich hier die Hochdachvariante habe. Die ist wärmer, die ist ein bisschen wettergeschützter und sowas und damit in Summe einfach die bessere Wahl. Ansonsten, der Nugget als Fahrzeug als solches bin ich super zufrieden. Es ist ein perfektes Wohnmobil, wenn man viel alleine unterwegs ist. Wenn man ab und zu mal noch jemanden mit dabei hat, den man sehr mag, dann klappt das auch. Mit mehr Leuten würde ich persönlich ihn aber nicht empfehlen. Es ist einfach dann doch ein bisschen zu beengt, gerade bei schlechtem Wetter. Man kann sich nicht so richtig aus dem Weg gehen, auch wenn ich sagen muss, es klappt ziemlich gut. Man kann beispielsweise unten in der Sitzgruppe sitzen, auf seinem Tablet oder Computer eine Serie laut gucken und oben im Bett liegen, kann ein anderer und auch eine Serie laut gucken und man stört sich dabei nicht. Das ist halt wirklich hier das Schöne von diesem Dreiraumkonzept. Man ist einfach ein bisschen trotzdem räumlich getrennt, so weit wie es halt eben in so einem kleinen Fahrzeug geht. Rein vom Grundriss her bin ich immer noch super zufrieden. Also das ist die beste Variante, die es auf dem Markt gibt bei solchen Fahrzeugen. Ich mag diesen VW California Grundriss einfach nicht, weil man muss alles umräumen. Egal was man machen möchte, man muss umräumen. Du möchtest kochen, du musst umräumen. Du musst sitzen, du musst umräumen. Du willst liegen, du musst umräumen. Und hier kann ich einfach die Sitzgruppe aufgebaut lassen, ich kann das Bett aufgebaut lassen und ich kann trotzdem ganz entspannt kochen. Ja, man muss sich durch den Gang so ein bisschen durchschlängeln, aber das ist auch schon alles. Aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein paar Nachteile hat das Fahrzeug natürlich. Ein, was habe ich schon angesprochen, dass es einfach für mehr als eine bis zwei Personen zu klein ist. Der Raum ist einfach zu klein. Eine Sache, die mich wirklich richtig aufregt, ist vorne das Bedienpanel von Ford selber, dieses Audiosystem. Das ist für einen Arsch, um es mal so zu sagen, müsste ich jetzt eigentlich wahrscheinlich piepen, vielleicht mache ich das auch. Das erkennt das Handy ab und zu mal. Manchmal nicht, manchmal schon. So 50-50 Chance, dass es das Handy richtig erkennt. Hängt sich regelmäßig auf, das ist einfach nicht schön. Ich hoffe, dass da irgendwann mal irgendwie ein Update kommt, auch wenn ich es mir fast nicht vorstellen kann. Was mich auch so ein bisschen aufregt, ist das andere Bedienpanel, das von Westfalia. Die Prozentangaben für die Batterie, die sind auch einfach nicht richtig. Das ist, selbst wenn die Batterie voll ist, steht das mal bei 50%, mal bei 70%, mal bei 90%. Die Prozentangaben, da kann man sich null drauf verlassen. Man muss zwingend auf die Voltangaben gucken. Dann kommt noch dazu, dass es sich regelmäßig aufhängt, abstürzt und sowas. Was heißt regelmäßig? Jetzt hier, ich bin seit 2 Wochen auf Island, ist es 2-mal passiert. Also ungefähr so alle 1 bis 2 Wochen stürzt es 1-mal ab. Und wenn man das nicht mitkriegt, weil das fährt sich dann ja auch von alleine wieder hoch, Kühlschrank ist trotzdem aus, Standheizung ist trotzdem aus und so weiter. Wasser ist aus. Das muss man alles erst wieder einmachen. Wenn man beispielsweise jetzt im Sommer unterwegs ist, das früh irgendwann ausfällt und man das abends erst merkt, dann ist der Kühlschrank bis dahin abgetaut, alles ist schön durchgesuppt und warm, ist super. Nächster Punkt gleich, der Kühlschrank. Kühlschranksensor war defekt. Bekanntes Problem bei Westfalia, die verbauen den Sensor, der ist in der ersten Runde, warum auch immer, bei sehr vielen dann schnell defekt. Ich weiß nicht, warum sie es nicht ab Werk gleich beheben. Ich bin bei Westfalia nicht drin, wer weiß. Ich habe es tauschen lassen, war problemlos möglich, hat mich nichts gekostet, alles schick, ist einfach nur ärgerlich. Nichtsdestotrotz bin ich super zufrieden. In Summe. Ja,
die drei, vier Sachen, also gerade das Bedienpanel, die beiden, das könnte man irgendwie softwareseitig sicherlich noch lösen. Das wäre super. Das mit dem Kühlschranksensor, ja, mein Gott, das ist halt so. Ansonsten, wie gesagt, ich bin super zufrieden und bin jetzt hier gerade, wie gesagt, auf Island und da kommen dann auch noch ein paar Videos. Ich weiß gar nicht, in welche Reihenfolge das kommt, aber ich glaube, die Island-Videos kommen dann hier danach. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, auch wenn bisher das Wetter noch nicht so pralle war. Wie gesagt, viel Schnee, Wind, Regen, das sind alles Bedingungen, wo man nicht so gut filmen kann. Was auch gleich noch kommt, das sind die Umbauten, die ich nämlich an dem Nugget vorgenommen habe. Ja, äußerlich ist er immer noch der gleiche Nugget wie vom Band, aber innerlich hat sich doch das eine oder andere getan und darauf werde ich dann in einem anderen Video nochmal eingehen, weil ich habe ihn ein bisschen präpariert. Ich habe ja damit gerechnet, dass es hier kalt wird in Island, deswegen habe ich ein paar Umbauten vorgenommen und die werde ich euch dann in einem anderen Video zeigen. Jetzt hier an dieser Stelle ist erstmal Schluss. Wenn ihr das andere Video nicht verpassen wollt, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, würde mich auch riesig freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.